Der Airbus A380 mal ganz von nahem gesehen. Ein Traum für viele. Und dieses Jahr geht er für ein paar wenige in Erfüllung. Im Rahmen der Weihnachtsaktionen am Flughafen Zürich können die Besucher an der Adventswochenende mit auf eine Führung. Rund um den A380 von der Singapore Airlines. Zufällig habe ich es im Internet gesehen, dass die Events sind vom Flughafen sind. Und habe ich wirklich müssen schauen, dass ich das machen kann mit der Frau zusammen. Das ist super. Und auch ein Rundgang im Flugzeug darf auf der Führung nicht fehlen. Die ganze Führung am Anfang schon mal innen im ganzen A380 da mal durchzulaufen. Die Economy bin ich schon mal geflogen, aber dann vor allem oben eben die First Class da mal zu schauen und da durchzulaufen. Also das ist wirklich ein super Event. Und das auch, wenn die Besucher im Flugzeug innen nur etwa eine Viertelstunde Zeit haben. Das Ganze findet nämlich unter laufendem Betrieb statt. Das heisst, die Vorbereitungen für den Abflug sind voll im Gang. Darum war die Organisation dieser Events gar nicht so einfach gewesen. Dank der guten Zusammenarbeit von Singapore Airlines und der Flughafen Zürich AG hat es aber geklappt. Wobei, ob es dann jedes Mal stattfinden kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Es ist immer etwas schwierig, um so etwas zu machen unter laufendem Betrieb. Ich weiss nicht, ist das Flugzeug rechtzeitig da, hat es Nebel, haben wir genug Zeit, können wir alles so machen, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber es hat doch jetzt ganz gut geklappt. Und für die, die es nicht geklappt hat, auf die Führung mitzugehen, gibt es sonst genug Angebote. Die verreisen, kommen im Airside Center so richtig in Weihnachtsstimmung und finden im Vorbeiweg vielleicht gerade noch das passende Geschenk für die Partnerin oder den Partner. Aber auch die in der Schweiz bleiben, kommen nicht zu kurz. Das Airport Center ist weihnachtlich geschmückt. Neben Geschenkideen und zusätzlichen Verkaufsständen darf auch das Jahr der Päckchen-Zauber nicht fehlen, wo man seine Geschenke gratis einpacken kann. Wir wollen mit dem eigentlich zeigen, dass der Flughafen nicht nur da ist, um in die Ferien zu fliegen, sondern dass man da auch noch ganz viele andere Sachen machen kann. Besonders jetzt in der Weihnachtszeit mit dieser schönen Dekoration, die wir hier haben. Einfach ein bisschen Stimmung bringen. Stimmung bringt neben den Dekorationen zum Beispiel auch die Musik beim Brunch im Restaurant Upper Deck. Da gibt es nicht nur zu essen für die Grossen, sondern auch Unterhaltung für die Kleinen. Und um den 6. Dezember war auch noch der Samichlaus unterwegs gewesen.